Moin Moin, liebe YouTube-Süchtigen. Hallo, ja. Heute haben wir mal den Sonntag, den 25. Und wie ihr seht, ich bin hier immer noch an Arbeiten. Musste dieses Wochenende mal durcharbeiten. Nun zeige ich euch mal so ein klein bisschen meinen Arbeitsplatz hier. Nein. Hier haben wir das Steuerhaus. Ihr könnt auf die Gegenstände klicken und dann könnt ihr lesen, was ist. Schauen wir mal hier an. Das ist die Umsteuerung für die Maschine. Die läuft einmal vorwärts und einmal rückwärts. Die wird mit Luft gestartet. Davor haben wir dann unseren Hubstrahlmotor. Hier haben wir den Echolot, die Ruderanzeige, das AIS. Und hier haben wir dann einmal Temperaturanzeigen und so weiter. Hier haben wir einmal drei Steuerknöpfe. Der hier, das ist Elektroruder. Das hier, das ist das Notruder. Und das ist der Autopilot. Hier drunter haben wir den Radar, der ist jetzt gut verpackt. So, dann haben wir hier den Autopilot. Und da nochmal ein GPS, weiß nicht, ob man es sehen kann. Wir laufen jetzt im Moment 17,5 Kilometer. Und dann haben wir hier zahlreiche Knöpfe zum Strom anstellen, Wechselsprechanlagen, Radio. Hier sind drei Funkgeräte für den Funkverkehr in der Schifffahrt. Und hier haben wir nochmal die ganzen Beleuchtungsknöpfe. So, dann haben wir hier einen Kartenplotter. Da kann man schlecht sehen, das spiegelt alles ein bisschen. Mal gucken, ob ich da noch ein bisschen weiter ran kann. Da kann man dann auch nochmal die Kilometer lesen. Und die Karte. So, wir befinden uns hier auf der Weser und zwar beim Atomkraftwerk Unterweser, was da gesperrt worden ist. So, das wollte ich euch noch mal kurz zeigen, war nur ein kurzes Video, eine kurze Einführung. In dem Sinne, euer Nordseemensch, das war's dann. Ciao!